Moin und herzlich willkommen zum neuen Video. Wir spielen heute die Demo von Delta Force Hawk Ops. Und zwar gibt es hier offenbar drei Spielmodi. Taktische Unruhe hatte ich schon mal das Tutorial gespielt. Das ist so ein Extraction Shooter. Chaotischer Krieg und Kampagne hatte ich bis jetzt noch nicht reingeguckt. Deswegen würde ich sagen, starten wir mal mit der Kampagne. Funktionen der Entwicklung. Perfekt. Chaotischer Krieg. Das scheint zu gehen. Attention, soldiers. This is how you approach and win. Attack and defend. Two teams face off. Attackers and defenders. Attackers, you breach a sector, seize the objectives. Gotta hold all of them at the same time to lock that area. The defenders then have to retreat. Defenders, you need to resist like hell. Hold on to the objectives. You'll have as many reinforcements as you need. But attackers, you got limited reserves, so careful how you deploy. One last. Okay, das scheint also der Battlefield-Modus zu sein. Ich würde sagen, wir starten einfach mal mit der Standardausrüstung rein. Was soll's? Reporting for duty. Und dann bestätigen. Oh, es geht aber fix los hier. AV-Modus, Angriff, Verteidigung. Oder was heißt das? Ach, warten auf Einsatz. Alles klar. Ah, okay, da oben. Soll es ja gleich losgehen. Starten wir einfach mal. Bei Sektor A. Also, wir sind Verteidiger. Hier ist der Feuermodus, wie es aussieht. Ist hier rein PvP oder auch PvE? Bin mir gar nicht sicher. Okay, jetzt Steuerung muss ich gedrückt halten zum Ducken. Aber Rechtsklick einfach drücken. Kann ich mich auch ganz hinlegen. Oh, oh, oh. Hab ich gesehen. Ja, okay. Auf Rettung warten. Wir haben ja unbegrenzte Tickets als Verteidiger, so wie ich das eben verstanden habe. Eine Position wurde aufgedeckt. Okay, haben wir eine Drohne oder was? Aufklärungsdrohne oder so ein Kram? Da unten liegt jetzt einer am Boden. Ist die Frage, könnte ich den auch aufheben? Oder muss ich dafür Medic oder sowas sein? Wie kann ich denn? Kann ich mich irgendwie hinlegen? Retten.
okay. Also ich könnte ihn auch retten, auch wenn ich keinen Medic bin. Alter, jetzt kommt hier mit Panzern an oder was? Hier gibt es verschiedene Loadouts, wie es aussieht. Jetzt mal versuchen, hier oben weiter auf dem Teil ist hier, ja. Hold the objectives as long as you can. Enemy attacking objective Alpha 1. Bisschen komisch, dass ich mich gar nicht hinlegen kann. Enemy neutralized. Objective Alpha 1. Ich könnte hier jetzt also auch. Das ist ein Sniper. Enemy has fully taken Sector Alpha. Probier einfach mal einen Sniper. Kann ich das irgendwie markieren hier, diese Dinger? Oder muss ich das nicht markieren, weil es schon markiert ist? Extra hier oder was? Jetzt hat ein Panzer. Jetzt ein AT, nicht schlecht. Aber ich muss sagen, bis jetzt läuft's sehr flüssig, meine ich. Oh, fuck. Grafikqualität ist auf Ultra und ich habe hier flüssig meine 60 FPS, auf die habe ich das gelockt. Oder aufgedeckt, was? Was? Okay. Hätte ich nicht gedacht, dass ich den treffe. Tänzeln da oben rum. Wie so ein paar Wahnsinnige. Okay, also wir haben auf jeden Fall einen Bullet Drop hier drin. Ich muss ein bisschen höher zielen. Und ein Körpertreffer reicht nicht aus. Der wirft ihn mit Granaten. Das war eine Familie. Ah ne, war jemand anders. Ich würde tatsächlich nochmal eine andere Rolle ausprobieren. Na, sowas wie Medic zum Beispiel. Was haben wir denn da? Für Waffen. Was ist denn das hier? Uzi. Okay. Dann probieren wir das doch mal aus.
Bewegungen sind noch ein bisschen komisch. Ja, der drüber klettert zum Beispiel. Smokescreen Support ready. Okay, das ist hier drin, wenn die rundherum stehen, ist halt Quatsch, ne? Dann machen wir uns halt aber platt. Ich glaube, ich probiere mal die AK aus. Okay, was haben wir denn hier? Die 4. Munitionskiste, okay. Was ist denn X? Das scheint ein bisschen heilen zu sein, X. Da unten war gerade einer. Hier, Munition. Aber vorher ist schon krass. Das sprayt schon richtig hart. Links und rechts vor allem auch. Das ist schon heftig. Da war die Uzi eben nicht so krass. Aber ich vermute, dass die AK dafür mehr Schaden macht. Die Frage ist auch, ob ich dann nicht vielleicht eher auf Einzelschuss stellen sollte. Hey, wer beschießt mich da schon wieder von hinten, Alter? Ist das ein Turret oder was? Ja. Links und rechts Gespringe vom Bahnkreuz, das ist Enemy troops assaulting objective Bravo 2. Okay, also aus der Hüfte macht gar keinen Sinn. Oh ja, Always a pleasure. Muss erstmal die ganzen Geräusche hier deuten können. Thank you.
lag einer. Okay, krass. Gar nicht gesehen. Objective Bravo 2 is under attack. Lass mich da rein. Defend the objective. Do not let them take this sector. Das sagst du so einfach, Alter. Bravo 2. Hm, nein, du machst das jetzt auch gleich mit Bravo 2. Wir hocken halt da oben auf dem Hügel. Ich denke, es macht hier einen riesen Unterschied, ob du die Map kennst oder nicht. Sector Bravo is now in enemy hands. Das heißt, gibt es eine Karte oder sowas? Ja, ist okay. Was hat der eigentlich eine AUK hat der gehabt? Das ist so ein AT-Typ. Vielleicht soll ich das auch mal ausprobieren. Stinger, aber das. Das ist AT. Tatsächlich. Das ist AA. AA, AT. Das ist der Unterschied zwischen dem und dem. Probieren wir mal den AT aus. Defend the objective. Do not let them take this sector. Da bin ich mal gespannt, wie krass das MG jetzt abgeht. Noch. Links, rechts, oben, unten. Also Recoil. Wenn eben bei der AK schon so krass war. Okay. Ja, ja, ich komme schon wieder zurück. Die laufen jetzt oben rum irgendwo. Ich weiß, wo die schon wieder reinkommen dann hier. Was haben wir denn da für eine Rakete? Ich darf nicht hier raus, oder was? Die dürfen mich von da beschießen, oder? Was? Das Ding ist doch schon Geschichte, oder? Und wo schießen die denn da? Granate? Das. Okay, krass. Im Sprung. Das ist ja nicht so ein Munitionspaket. Oh, Alter, was ist denn das für eine scheiß Map, Alter? Du darfst nicht raus.
enemy assaulting one of our objectives. C2 greifen jetzt auch. Okay, dann guck ich halt mal ein. C1 sind ja genug Leute offensichtlich. Defend the objective. Do not let them take this sector. Da war ich ja zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Enemy troops assaulting objective. Ja, wie gesagt, das macht wahrscheinlich einen riesen Unterschied, ob man die Map kennt oder nicht. Ein Spiel ist jetzt zum ersten Mal und heute ist der letzte Tag, an dem man spielen kann. Die Demo. Und ich vermute, es gibt Leute, die haben das ganze Wochenende durchgesuchtet hier. Ist tot, oder? Strategic beacon ready to deploy. Ich würde mal interessieren, ob man hier noch ein anderes Loadout kriegt dann. Haben natürlich wieder eine von der Seite angeschissen. Ich weiß nicht mal, was strategisches Signalfeuer eingesetzt heißt. Komm, Alter, du streust sonst nach links und rechts wie sonst was. Schießt hier schon wieder von hinten auf uns. Ja, also irgendjemand hat mich auf jeden Fall getroffen. Doch einmal das Scar, vielleicht sollte ich mal einen Sturmgewehr nehmen hier. Du bist doch auch AT, ja. Aber der hat kein Wort, der die Scar hergehabt gerade. Er hatte doch den. Was hat denn der hier noch? Strategic Beacon ready to deploy. Ein. Defend the objectives. Do not let them take this sector. Ich bin jetzt hier. Ach du Scheiße. Komm da die Scheiße nach, Junge. We
let them take it. This sector must be ours. Hilfe. Kannst du mich aufheben, Digga? Nur Sonnys kann mich aufheben. Sag mal, ist die Mausgeschwindigkeit langsamer, wenn ich ziele oder was? Mausgeschwindigkeit, Wertgeschwindigkeit. Alter, geh doch mal drauf da vorne, Junge. So, hier ist doch aber eben so ein komisches Fahrzeug reingefahren, haben wir das schon zerstört. Wahrscheinlich schon zerstört. So, Granaten darunter. Was? Achso, ja. Hey, Charlie 2 hatten sie schon die ganze Zeit. Wieso kann ich eigentlich hier draußen stehen und vorhin hat er so ein übelstes Drama gemacht, wenn ich da drei Schritte zu weit rausgegangen bin aus dem Eingang? Denn von hier aus kann ich doch viel besser den Eingang überwachen oder bewachen. Sehe ich da nicht irgendwo viele Tickets, die Gegner noch haben? Oder nicht so richtig. Warum kann ich jetzt nicht mehr da draußen spawnen, Alter? Perfekt.